Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Timberborn. Ja, ab dieser Folge wird es jetzt ernst. Die letzte Folge war ja irgendwie so eine Reinschnupper-Folge und wieder Reinkomm-Folge. Und ja, und wir sehen gerade hier, es neigt sich der Tag gerade dem Ende entgegen. Passt natürlich super zum Start der Folge. Egal. Ich muss mal ganz kurz pausieren, weil wir hatten ja schon, ich hatte ja schon in der letzten Folge da so ein bisschen überlegt, hier so ein paar Dinge zu tun. Oh ja. Und ich überlege jetzt gerade, wie ich das, was am besten mache und wie wir es am besten machen. Ich glaube, bevor ich jetzt hier irgendwas großartig plane, ist wahrscheinlich am besten, wenn wir hier dieses Wäldchen komplett wegruppen. Ja, also dieses Holz, was wir da noch abernten können, dass wir das halt noch nutzen, hier entsprechend einlagern. Eventuell auch hier hinten das auch noch mitnehmen. Und wenn das weg ist, dass ich dann halt hier anfange, entsprechend, war es jetzt ein Damm oder war es ein Deich? Oder ist immer durcheinander? Ein Deich. Ja, also dass wir hier irgendwie so ein Deich hinsetzen, um dafür Sorge zu tragen, dass das hier komplett blockiert wird. Frage ist halt, wie genau machen wir es? Ne? Also gehe ich so durch und mache hier irgendwie eine Möglichkeit, dass da weiter Wasser durchkommt? Warte mal, der macht ja keinen Sinn. Oder gehe ich hier lang, also quasi dann irgendwie so, ne, um das hier weiter irgendwie nutzen zu können und mache dann hier so den Abfluss, weil dann Faulwasser muss ja auch irgendwie abfließen können. Ich kann ja nicht alles dicht machen, ne? Also hier der Bereich, der muss ja offen bleiben. Das muss vielleicht sogar noch vergrößert werden, ne, wenn man dann irgendwann mit Dynamit und so arbeiten kann. Insofern ist das jetzt erstmal Zukunftsmusik. Ne? Also da jetzt einen Schnellschuss zu machen, bringt es nicht. Sinnvoller wäre es da schon eher, wenn ich hier so anfangen würde mit den diesen Barrieren, damit wir diesen Bereich hier entsprechend noch nutzen können. Das wäre auf jeden Fall besser, denke ich mal. Da schauen wir doch mal. Das sind diese Kontaminierungsbarrieren. Dafür brauchen wir ganz normale Holzbretter, 5 und einmal Eisen. Gut, Eisen haben wir. Das sollte also nicht das Problem sein. Muss man die drehen? Aus irgendwelchen Gründen? Nee, da tut sich nichts. Das ist gehupft wie gesprungen. Setzt man die jetzt schlauerweise direkt hier hin? Oder brauche ich einen gewissen Abstand oder so? Ich denke mal, das müsste hier schon funktionieren. Wir probieren das einfach mal aus. Wir probieren, ne, wir müssen Sachen auch mal schon mal ausprobieren. Das ist ganz einfach so, ich habe die vorher noch nie benutzt. Ja, auch wenn ich hier schon ein Weilchen spiele. Aber das war jetzt so eine Sache, da bin ich noch komplett unbedarft. Das kenne ich noch nicht. Ich setze das ruhig mal so bis hier hin. Erstmal. Und ja. Das sollen die dann erstmal bauen. Ist jetzt auch nicht gut weiß, wie eilig, glaube ich. Ja, die kommen wir schon angerückt hier mit Materialien und so weiter. Easy going, kein Problem. Dann schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, ob das was bringt oder ob ich jetzt da irgendwie vollkommenen Humbug gemacht habe. Die andere Frage ist natürlich jetzt hier von wegen mit dem dritten Distrikt. Ah, Moment. Gut, dass es gerade passiert. Ich glaube, der Import ist noch nicht erlaubt. Kann das sein? Moment. Eisen. Aha, genau. Doch. Importieren, falls erforderlich. Wir probieren das mal aus.
bin bis jetzt immer so vorgegangen, um auf Nummer sicher zu gehen, bin ich immer so vorgegangen, dass ich, wenn ich Dinge irgendwo dringend brauche, dann habe ich das Importieren immer direkt erlaubt. Und wenn dann Dinge irgendwann an einem Punkt waren, wo ich dann merkte, irgendwie so, ja, das ist jetzt gut, ist gelaufen, dann halt den Import eingestellt. Diese andere Geschichte von wegen, wenn benötigt, hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht so ausprobiert, meine ich, mich in Sinn zu können in diese Richtung. Wir schauen mal, was passiert. Es wird eifrig geliefert, was ist denn schon alles da? Also hier die Bretter, die sind auf jeden Fall schon in großer Stückzahl vorhanden. Da kommen weitere. Was noch nicht gegeben ist, sind diese Metallblöcke. Wir schauen mal, ne? Ob das mit dieser Erfordernis, ob das wirklich funktioniert oder ob ich da andere Wege einschlagen muss. Okay. Ansonsten... Eine Aufgabe. Oh, der ist fertig mit der Geschichte. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, nicht verkehrt. Dann müsste ich mich mal ganz kurz darum kümmern. Zum einen... Ja gut, das kann man hier... Das mal alles abstellen, weil das ja erledigt. Da kommt auch nichts mehr, da ist nichts weiter geplant. Und zum Gegenteil, ich will das ja hier alles weghaben. So, und jetzt ran an den Baum. Zack. Ja, ganz gut. Okay. Wir sind gleich durch. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh. Das ist noch so ein kleiner. Nein, da nicht. Wenn, dann muss das ordentlich sein. Oh, Moment mal. Habe ich da einen übersehen? Jo, zwei sogar übersehen. Meine Güte, nee. Hier noch so ein kleiner und da den da. Okay. Gut. Muss natürlich schauen, wie es hier mit Holz und so aussieht. Da ist noch ein bisschen Kapazität gegeben. Hier ist noch ein bisschen Kapazität gegeben. Zur Not muss ich halt noch ein weiteres Lager, sei es ein größeres oder kleineres, je nachdem, wie viel wir dann noch benötigen, dazu basteln. Das sollte nicht das Problem sein. So, wie sieht es denn hier mit der Zufriedenheit und mit allem aus? Nur so geguckt. Wohlbefinden 11, ansonsten habe ich jetzt sogar schon 10 Leute hier, die arbeitslos sind. Aktuell. Ich könnte diesen hier tun. So ein paar Arbeitslose in der Hinterhand zu haben, ist nicht verkehrt, weil Biber leben nicht ewig. Ja, die werden nicht nur krank, sondern die sterben irgendwann nochmal an Altersschwäche. Und insofern ist es immer noch ganz gut, wenn man so ein bisschen Reserve hat, ne, damit da keine... Huch! Was ist denn jetzt? Damit da nicht irgendwie die Produktion irgendwann mal stockt an der einen oder anderen Stelle. So, wie sieht's aus, liebe Biber? Also Bretter... Ja, also es sind noch nicht alle. Bis dahin sind sie gekommen mit den Brettern. Das heißt, hier die 4 müssen sie noch. So, und wenn die Bretter alle da sind, dann werden die wahrscheinlich irgendwann anfangen, hier zu sagen, hey, wir brauchen Metall. Ich meine, meckern tun sie ja jetzt schon. Also, der braucht Kartoffeln. Ja, okay, das ist, da bin ich nicht drin. Da muss ich warten, bis
die Kartoffeln reif sind und hier geerntet werden können. Denn ist nun mal so. Achso, wir haben wieder Nacht. Ich mach mal hier, oder beziehungsweise es wird Nacht. Und, achso, Moment. Ne, hier sieht man es gerade, ne, so der... hier, ne, dieses offene Feuer. Da haben wir so einen schönen Feuerschein. Und da, wo die Laternen stehen, die sind zwar an, ne, die sind gezahlt, die leuchten, aber man hat hier keinen Effekt. Wäre schön gewesen, aber gut. Ist jetzt nicht, also ne, ist jetzt kein in keinster Weise irgendwie ein K.O.-Kriterium oder dergleichen. Ist mir halt nur damals aufgefallen, dass ich das die zum ersten Mal eingesetzt habe. Ich denke so, oh, schade. Mich so auf so eine stimmungsvolle Abendbeleuchtung mit diesen Laternen dann so ein bisschen gefreut und dann kam das halt nicht und okay, aber das ist meckern auf ganz hohem Niveau. So, wo meckern, der Kollege da mit seiner Kohle ist schon mit seinen Kartoffeln ist versorgt. Da werden, was macht er da? So aus, als wenn er da arbeiten würde, obwohl hier überhaupt keine Bretter angebracht wurden. So, bis dahin ist man. Hier ist noch nichts. Aber die entsprechenden Ressourcen werden, oder Baumaterialien vielmehr, werden geliefert. So, oh. Moment. Was hier passiert? Auf einmal 12. Nasses Fell. Ach ja, ne, hier, das ist auch das kennt man ja, dass die ganz gerne diese Dusche da haben. Bienenstiche mögen sie nicht. Ja, also die Bienen, die sorgen nicht nur dafür, dass hier die entsprechenden Bereiche, dass das da ein bisschen schneller wächst alles, sondern die sorgen auch für Stiche und da sind sie natürlich am Meckern. Ansonsten biete ich den Leuten hier Karotten, das haben wir ja gesehen, Grillkartoffeln, die laufen ganz gut. Sonnenblumenkerne, ja, müsste ich noch machen, gegrillte Kastanien und dergleichen, ja, kommt alles noch, Brot und so weiter. Wir haben noch einiges zu tun, auch hier von wegen mit den ganzen Deko-Geschichten und so weiter und so fort. Ja, der Freibad bringt jetzt nicht ganz so viel, weil ist wahrscheinlich zu weit weg. Ich muss da mal gucken, ob ich noch eine andere Möglichkeit finde, eine andere Lösung finde. Hier wäre es wahrscheinlich sinnvoller, nur das kriege ich hier nirgendwo mehr runter. Ich müsste dann hier dann so entsprechend das ein bisschen umgestalten und weiß ich nicht. Lass ich mal lieber so. Beziehungsweise, ich gucke mal nach einer anderen Lösung. Vielleicht könnte man das Freibad hier irgendwo hin platzieren. Naja, ist erstmal so eine Überlegung. Gut, wir machen erstmal weiter. Wie sieht's aus? Sind da eifrig mit Rumwerkeln beschäftigt? Ah, nur noch die beiden hier. Dann sind die Bretter alle komplett vor Ort und entsprechend verbaut. Sehr gut. Alter, kommt der denn hier so schnell angedackelt? So, dann werden jetzt hier die letzten Bretter wohl geliefert oder mit die letzten, ja gut, nicht ganz. 3 brauchen wir noch. Bin ich wundern, wenn ich jetzt hier gerade so rumhänge, aber ich will gucken, ob die dann von selber anfangen, entsprechend. Hast du nur 1 gebracht? Nicht wahr. Hier dann anfangen, von wegen mit dem Metall und so, ne? Das wäre ganz interessant herauszufinden. So, er ist am Werkeln, da kommt jetzt sind wir aber mit den Brettern komplett durch. Jetzt müssen wir das eventuell noch entsprechend verarbeiten, also dass sie die entsprechenden Sachen schon mal anbringen. Also das eine ist ja das Liefern, das andere ist das Fertigstellen. Und da sind sie hier bei 76 und hier noch bei 51. Ja, da, der kommt da gerade an. So.
kümmert sich um Holz. Ich mache mal probehalber Folgendes. Ich gehe hier mal auf höchste Priorität bezüglich des Bauens. Und dann schaue ich mal, ob da was fertiggestellt wird oder nicht. Ansonsten, hier läuft soweit alles. Die Produktion bezüglich der Bretter läuft. Die werden mit Rohholz versorgt. Alles soweit okay. Das läuft ganz gut. Ich brauche hier genügend Rohholz noch auf Reserve vorliegen. Und hier ein entsprechendes Holz. Also Bäume wachsen hier auch nach. Auch hier, das habe ich jetzt zweigeteilt. Hier wird ganz normal halt, werden hier die Bäume gefällt. Der Bereich ist reserviert für die Produktion von Kiefernharz. Wobei die Frage ist, ob ich das nicht vielleicht sogar, also ob der diesen ganzen Bereich hier braucht. Oder ob ich nicht vielleicht zumindest noch eine weitere Reihe dafür nutze, dass hier die Bäume gefällt werden können. Ich glaube, das ist sinnvoll oder kann man machen. Das machen wir auch. So, da muss ich natürlich jetzt dem Förster dann noch sagen, bitteschön. Dann da auch, da kann man so durchziehen. Dann hier auch entsprechend Kiefer wieder pflanzen, sobald die Bäume da abgeholzt wurden. Das sollte hier dicke reichen, der ist sowieso voll. Und auch hier, das Lagerhaus ist voll. Könnte zur Not hier noch ein zweites kleines Lagerhaus bauen, damit wir so ein bisschen Reserve haben. Ja. Kleines Lagerhaus, das passt dann noch gut hin. Und dann sagen wir hier von wegen Kiefernharz soll eingelagert werden. So. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Das kann man machen. Wie sieht es hier jetzt damit aus? Ist da irgendwas passiert? Schon ein bisschen komisch, ne? Dass da so gar nichts ankommt. Funktioniert das noch nicht? Also, wie gesagt, das Spiel ist noch in der Entwicklung. Insofern kann es natürlich sein, dass manche Dinge vielleicht noch nicht so richtig funktionieren. Ich sehe das doch richtig. Das ist... Ach, hier haben wir den... Das ist, nee, Moment, das ist Altmetall, das sind die Sachen, die er da rausgeholt hat. Das ist das Altmetall. Wir haben hier, da sind die Metallblöcke. Macht es Sinn da, was ist das? Ist das ein Stapel oder was habe ich da? Ein kleiner Stapel, ne? Ich hatte da erstmal so probehalber damit angefangen. Ich denke so, nicht direkt so ganz groß rauskommen. Würde es da Sinn machen, einen großen Stapel hinzusetzen? Ich meine, genügend Metallblöcke haben wir. Bevor ich jetzt noch anfange, irgendwie so einen kleinen, noch einen weiteren dahin zu setzen. Unterirdisch wäre ein bisschen übertrieben. Aber so ein großer Stapel, der hat eine Kapazität von 180. Das würde reichen. Ich habe hier immer noch Reserve. Wir machen das einfach mal. Was wir haben, haben wir. Ich hoffe, der passt da noch daneben. Ja, wie dafür gemacht. So. Ruhig mit ein bisschen Eile, um das Ding da fertigzustellen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Angelegenheit, das dann so zu machen. Ja. Gut. Also ganz so scheint das aber nicht zu funktionieren. Wenn man, auch wenn man den jetzt sagt, hier von wegen bitte, wenn Bedarf ist, die entsprechenden Sachen zu importieren. Ich gehe nochmal da drauf, damit ich hier nichts Falsches gemacht habe. Importierte Güter ist richtig. Also das, was wir benötigen, quasi, also hier in diesem Dorf. Im Flussdorf. Das sollen die von hier dann hierhin importieren. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber egal, selbst wenn das jetzt hier... Dann mache
Wenn wir auf die andere Seite, also wenn die hier hin liefern würden, das wäre dann der Export. Das heißt, Import ist immer rein. Wo habe ich denn das mit dem? Also hier ist es genauso eingestellt. Ich gehe nochmal durch. Importieren, falls erforderlich. Importiert das Gut nur, ist jetzt in die andere Richtung, aber egal. Oder sehe ich das falsch? Ich stehe immer noch Fuß drauf. Hey? Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Jetzt weiß ich wieder. Man muss das anklicken, ne? Genau. Dann. Ne, ist auch nicht richtig. So, ich bin hierhin. Und dann dahin. Immer noch Fuß drauf. Das habe ich noch nicht so richtig raus. Wieso geht hier immer Fußdorf? So, da oben? Okay, da muss man das einstellen, alles klar. So, genau, die haben, die produzieren die Geschichte, importieren, falls erforderlich, okay, ich gehe hier nochmal durch. Importiert das Gut nur, wenn dafür genug Platz vorhanden ist oder genügend Bedarf an Arbeitsplätzen besteht. Von Arbeitsplätzen? Normalerweise ja, da wird ja drüben wird ja da gearbeitet, ne, an der Stelle. Verbundene Distrikte verteilen die Waren untereinander abhängig von den Füllständen der Speicher und den jeweiligen Exportgrenzwerten. Ja, schon irgendwie komisch. Badeansicht. Flussdorf. So. Also irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Ich gehe mal auf. Ich mache das mal so. Auf jeden Fall. Also immer importieren. Und also entweder habe ich da irgendwo einen Knoten im Kopf und habe da irgendwas vollkommen falsch. Oh, Moment, eine Sache müssen wir noch machen. Da habe ich das hier nämlich vergessen. Ich muss denen natürlich jetzt immer sagen, was da rein soll. Eisen. Also Eisenblöcke. Ja, die sollen da rein. Und ja. Ja. Okay. Jetzt habe ich das hier mit dem Importieren entsprechend umgeändert. Jetzt werden die auf einmal aktiv. Vorher war da nichts. Also entweder habe ich das mit dem Bedarf falsch verstanden. Oder irgendwie ist das noch so ein bisschen buggy. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da jetzt auch nicht wirklich sicher, was jetzt da so der Punkt ist. Ne? Ist es, liegt es an den Bedarf oder wie auch immer? Gut. Jetzt sollte das auf jeden Fall funktionieren, dass wir hier entsprechend die Materialien bekommen. Okay. Gut, das wird natürlich jetzt noch ein bisschen dauern. Die müssen natürlich erstmal rüber transportieren und so weiter und so fort. Das geht jetzt nicht so schnell. Dann brauchst du eine Zeit. Guck mal gerade. Aha. Jetzt wird hier, da geht jetzt das Eisen spazieren. Da kommen wir jetzt, jetzt sind sie aktiv geworden. Okay. Ja. Lernt sich alles. So. Ja, ich bin aber gespannt, was das dann hier bringen wird, ob das dann tatsächlich so ist, wie ich mir das dann überlegt habe, wenn wir hier diese Barriere dann haben, dass hier der Bereich dann nicht mehr versorgt ist. Vielleicht müssen wir hier noch weiter bauen, möglicherweise, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dahinter, dass hier noch entsprechend dann da was durchsickert. Entweder muss ich hier absperren, dass das hier nicht weiter ist, oder hier direkt absperren und muss hier mir mit dem Weg da irgendwas einfallen lassen. Ja, da gibt es ja Mittel und Möglichkeiten. So. Okay, ja, dann danke ich erst einmal für eure Aufmerksamkeit, für euer mit dabei sein, für eure Unterstützung. Vielen lieben Dank natürlich auch an dich, dass du hier wieder mit dabei gewesen bist. Freut mich sehr, 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 dass ihr mich hier unterstützt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Und genießt die Zeit.